Und hier ist wieder euer Alex von IQWeb und damit ein herzliches Willkommen zur 84. Folge. Es ist die Fortsetzung, also der Teil 2 vom Kameraslider. Im ersten Teil haben wir rein den mechanischen Teil behandelt und jetzt in diesem Video, da behandeln wir den elektronischen Teil, also die gesamte Steuerung, die Verkabelung, wie die Spannung versorgt wird und natürlich auch das Teaching, wie wir hier den Motor kalibrieren, Positions-Switch einstellen. All das machen wir in diesem Video. Viel Spaß! Der ganze Aufbau sieht jetzt so aus. Wir haben hier einmal einen Pull-Up-Widerstand angehängt. Das ist hier der vom Macro-Switch. Das heißt, das kommt hier über die Aluschiene herauf. Wir haben hier den Switch so geschalten, dass er dauerhaft ein High sendet und bei einer Unterbrechung ein Low sendet. Deswegen auch hier die Pull-Up-Schaltung und keine Pull-Down-Schaltung. Das geht hier auf den Digital Input 12. Dann haben wir hier den Controller mit dem Stepper-Motor drauf und natürlich die Energieversorgung. Wir haben hier 6 Volt. Die 6 Volt geben wir einmal auf den VIN vom Arduino und einmal hier direkt auf das Board. Bevor wir hier einmal mit dem Teaching beginnen, möchte ich hier noch kurz diesen Switch testen. Es gibt hier unter Examples, unter Basics, das Digital Read Serial am Arduino. Und hier kann man dann den Push-Button definieren, der ist hier 12 in diesem Fall. Dann lädt man hier die Software einfach einmal kurz auf das Board hinauf. Macht dann den Serial Monitor auf und hier sehen wir jetzt ständig 1er über den Serial Monitor kommen. Jetzt werde ich hier den Button einmal drücken, haben wir ein 0, sobald ich den loslasse wieder ein 1. Das heißt, die Funktion ist gegeben, der Arduino liest den Button richtig ein. Dann brauchen wir das nicht, dann beginnen wir hier mit dem Teaching. Ich werde hier ein kleines ZIP-Package machen, wo dann die Codebeispiele alle drinnen sind. Die Stepper Library ist ja bereits standardmäßig im Arduino IDE vorhanden. Die brauchen wir nicht. Und jetzt haben wir hier den Serial Monitor. Und in diesem Serial Monitor, den blende ich hier unten jetzt einmal ein, sehen wir jetzt, wenn ich hier 200 eingib zum Beispiel, dann bewegt sich der am 200. Die Antwort drive 200 Steps. Wenn ich hier eingib 500, fährt der 500 drauf. Gebe ich minus 1000 ein, so fährt der minus 1000 Steps nach unten. Ich kann auch hier minus 15.000 eingeben und dann fährt der hier eine ganze Weile nach unten. Was wir jetzt machen müssen ist, dass wir hier den Stepper-Motor so weit herunter bewegen, dass wir hier mit diesem Wagen am Anschlag sind. Das heißt, dass der hier dann auf Low geht und dann haben wir hier einmal die Nullposition. Die ist für das Teaching ganz wichtig. Das heißt, ich bewege mich jetzt so weit runter, das heißt, ich gehe jetzt hier noch einmal minus 10.000 Steps. Dann gehen wir hier nochmal minus 4000 Steps, sodass wir schön zu diesem Endpunkt kommen. Minus 1000 Steps, minus 500 Steps, nochmal minus 500 Steps. Aha, jetzt drückt er aber schon relativ fest, das heißt um 20 Steps weg. Nochmal 20 Step weg, 20 Step weg, 50 Step weg, 40 Step weg, so dass der hier wirklich schön gedrückt wird und nicht vom Wagen hinunter gedrückt wird. Das sieht jetzt gut aus und jetzt müssen wir uns hier einmal merken, also wir müssen jetzt wieder nach oben fahren und jetzt müssen wir uns die Anzahl der Steps von diesem Schalter
bis hier zur Endposition merken bzw. testen. Das heißt, wir können hier mal auf jeden Fall 20.000 hinauffahren. Jetzt fährt der mal hier eine Weile hinauf. Dann fahren wir nochmals 20.000 Steps hinauf. Das heißt, er kommt jetzt immer näher hinauf. Dann fahren wir hier nochmal 5.000 Steps oder machen wir jetzt hier 4.000 Steps. Wir kommen jetzt relativ bald zum Endpunkt. Wir fahren nochmals 1.000 Steps oder 500 Steps. Man soll hier nicht übertreiben. Okay, nochmal 500 Steps. Und jetzt sind wir auf der Endposition. Das heißt, wir sind jetzt hier 20.000, nochmal 20.000 gegangen, das sind 40.000, dann nochmal 4.000, also 44.000, nochmal 2x 500, also genau 45.000. Das heißt, hier vom Endschalter bis hier hinauf sind es 45.000 Steps und die müssen wir uns jetzt einmal merken. Jetzt habe ich hier im Arduino IDE das Slider-Programm offen. Und das laden wir jetzt hier einfach mal hoch. Was wird jetzt hier passieren? Der Slider wird jetzt hier mal runterfahren bis hier zum Anschlag, erkennt das als Position 0, fährt dann rauf bis 45.000 und fährt wieder zurück auf 0. Wir sehen jetzt hier, der fährt jetzt weg. Also auch wenn ich jetzt hier einen Reset mache, der fährt immer hier in diese Richtung. Auch wenn der Strom unterbricht, der fährt immer zuerst zum Sensor und fährt dann erst rauf. Das ist das Programm, eben damit er immer die Nullposition hat und nicht über die Schienen drüber fährt oder hier gegen den Sensor fährt. Im Serial Monitor sehen wir dann hier, dass hier ein Init-Slider läuft. Das heißt, er macht jetzt hier eine Initialisierung. Er wird jetzt gleich diesen Button eben erreichen. Jetzt hat es geklickt, er hat umgedreht. Hier sehen wir Init Success. Und jetzt zählt er hier die Distanz, also die Steps, wie weit er jetzt hier bereits weggefahren ist. Das heißt, er befindet sich jetzt hier bei gut 10.000 Steps entfernt. Was wird er jetzt machen? Er wird jetzt hier auf 45.000 Steps hinauffahren und wird dann bei 45.000 Steps eben wieder zurückfahren. Die Software selbst haben wir natürlich auch in diesem Package, was wir dann zum Herunterladen auf der Website anbieten, und hier ist wichtig, dass man hier dann auch in den ersten Zeilen eben den Sensor definiert und die Anzahl der Slider-Steps, die man mit dem vorherigen Arduino-Programm ermittelt hat, das heißt, wie weit vom Schalter hier die Position entfernt ist, wo sich der Motor befindet. Wir sind jetzt hier bei 37.000 Steps, das heißt, bald haben wir unsere 45.000 und dann sollte der Motor hier umdrehen und wieder zurückfahren. Das ist jetzt passiert, 45.000 Steps, wir sehen auch im Serial Monitor, er zählt bereits wieder herunter. Er wird jetzt wieder hier auf 0 herunterzählen, ist dann genau bei diesem Schalter. Der Schalter ist ihm aber jetzt egal, den kann ich hier drücken, da passiert gar nichts mehr. Der fährt jetzt hier wirklich wieder bis zum Step 0 zurück und fährt dann wieder. Und das ist der Vorteil von diesen Stepper-Motoren, dass die so genau sind, dass man hier nur anfangs einmal eine Fixposition haben muss, damit die Software weiß, wo steht der Motor, und dann kann der Motor wirklich auf jede beliebige Position hin oder auch herfahren, und das
funktioniert eben mit der Software. Das Demo-Programm, das hier läuft, das ist hier, dass der Slider sich immer hin und her bewegt, und das kann man natürlich modifizieren, eben dass man zum Beispiel über den Serial Monitor dann Befehle eingibt. Deswegen habe ich hier das Standardprogramm so stehen gelassen, dass man hier auch über den Serial Monitor bestimmte Positionen anfahren kann und eben dann diese automatische Hin- und Herbewegung vom Slider. Wir sehen, Endposition ist erreicht und er dreht schon wieder um. Auch hier haben wir kurz 0 gehabt im Serial Monitor und jetzt zählt er bereits wieder rauf. Und das geht jetzt ewig so hin und her. Was ich mir hier noch gebaut habe, ist hier so ein Schild für den Arduino. Das heißt, ich habe hier diese Platine vom Stepper Controller auf eine Lochrasterplatine gelötet, habe hier noch den Widerstand eingebaut, hier die Stromversorgung hinzugefügt. Hier noch Printklemmen für den Sensor, also für diesen Switch, der die Endposition signalisiert, gebaut. Und das Ganze eben hier dann mit Stiftleisten durchverbunden, sodass man das eben schön auf das Arduino raufstecken kann. Oder man kann es auch hier eben dann abstecken. Und das kommt dann alles hier aufs Arduino-Board drauf. Also das ist hier noch eine schöne Erweiterung, damit man dann mit den Kabeln sich nicht so herumärgern muss. Was dann noch kommt, ist, das wird jetzt hier noch in eine schöne Box verbaut. Die kommt dann unten rauf auf beiden Seiten. In einer befindet sich das Batteriefach und in der anderen befindet sich eben dieser Arduino. Und dann hat man das Ganze schön portabel zum Transportieren. Bezüglich der Einstellungsmöglichkeiten. Man möchte ja, dass der Slider hier schneller oder langsamer fährt. Da kann man dann entweder hier ein Potentiometer rauf machen. Oder man kann auch ein Bluetooth-Modul integrieren und über serielle Befehle dann hier mit dem Board kommunizieren, mit dem Smartphone, und kann dann hier Befehle senden, an welche Position soll der Slider fahren, wie schnell soll er fahren. Man könnte statt dem Arduino auch einen Node-MCU verwenden und dann kann man hier wirklich über WLAN das Ganze steuern, über ein Webinterface, also das ist dann alles möglich. Das ist dann hier wirklich vom jeweiligen Anwender, was er hier gerne hat, das soll er hier dann einfach einbauen. Die Elektronik befindet sich jetzt hier im Gehäuse drinnen. Das heißt, hier auf dieser Seite ist das Arduino-Board. Hier unterhalb kommen die Leitungen für den Motor heraus. Da ist hier der Motor. Und die Kabel, also der Sensor, der wird hier in dieser Schiene, wird hier die Leitung geführt. Das habe ich hier alles mit Bohrungen und mit Nieten befestigt, also ist kein Problem. Das sind hier so Plastikboxen, die sehen hier so aus. Ich kann das hier auch mal umdrehen und hier befindet sich die gesamte Elektronik drinnen. Auf der anderen Seite geht dann die Stromversorgung rein, die kommt dann über diese Schiene herauf und da ist auch wieder so, da haben wir die Möglichkeit, dass wir ein Batteriefach einbauen, eine Powerbank hinzufügen. Oder eben auch hier einen Switch und ein Potentiometer für die Geschwindigkeitsregelung. Also das kann man alles machen. Wenn hier wirklich der Wunsch von der Community ist, dann machen wir hier noch ein drittes Video, wo wir solche Extras zeigen. Also nur her mit den Ideen. Das war jetzt der zweite Teil vom Video. Wir haben jetzt also auch den elektronischen Aufbau von diesem guten Stück gesehen. Ich denke, damit könnt ihr arbeiten, das können wir nachbauen, das kann auch ein Anfänger nachbauen, alles kein Problem. Also, alle Informationen nochmals zu diesem Slider haben wir auf unserem Blog zusammengefasst. Auch der zweite Artikel befindet sich wieder in der Videobeschreibung bzw. ist dort verlinkt. Da findet ihr wirklich alle Informationen, Schaltplan, Software und so weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr über ein Abo freuen. Und noch etwas. Wenn es Verbesserungsvorschläge gibt, man kann das hier natürlich verbessern, hier gibt es Ideen, verschiedene. Wenn hier jemand was hat, schreibt es in den Kommentaren. Auch auf Wunsch gibt es hier noch ein weiteres Video dann dazu und auch die Möglichkeit einer weiteren Steuerung. Also wenn ihr gerne hättet, dass ich hier das zeige, wie könnte man das mit dem Smartphone steuern, über Bluetooth, WLAN, welche Möglichkeiten es hier gibt. Wenn hier wirklich jemand Vorschläge hat, nur her damit. Das war's jetzt mit diesem Video. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao.